Herzlich willkommen hier im Grundeindicker in der Zeche Zollverein, oder auf Zollverein, wie gesagt. Wir sind in Essen und heute beim WorkX19 Festival. Wir haben heute eine Session hier im legendären Grundeindicker. Hier wurde früher Kohle gewaschen. Wer sich das Internet anguckt, ist eine ganz tolle Location, ein kleines Auditorium und wir sind in einem kleinen Kreis mit zwei tollen Gästen. In einer Session, die hier heißt: Ein Unternehmen ist kein Zustand, sondern ein Prozess zwischen Zielen, Strukturen und Bedürfnissen. Also ein ganz schön langer Titel, auch kein unkompliziertes Problem, man könnte sogar ein komplexes. Und wir haben da die Deutsche Angestelltenakademie vertreten durch die Geschäftsführerin Dina Bösch und Christian Martin, der ist Niederlassungsleiter in der Niederlassung in Hamburg. Und die Deutsche Angestelltenakademie ist ein traditionsreiches Unternehmen im Wandel. Und wir haben hier auch ein Beispiel, ein Unternehmen, das auf das WorkX gekommen ist, um sich so ein bisschen unter die Motorhaube gucken zu lassen, ein Blick hinter die Kulissen. Was, glaube ich, alle sehr interessiert, insbesondere die, die auch selber natürlich Transformationsprozesse durchleben. Ich frage aber trotzdem mal die beiden, was ist denn der Grund, dass ihr hier seid? Warum macht man das mit so einem großen Unternehmen? Und wer seid ihr mit dem Unternehmen? Und vielleicht setzen wir so ein bisschen den Rahmen, bevor wir loslegen, die inhaltlich drüber zu sprechen. Ja, gerne. Also eigentlich kann man ja nur Ja sagen, wenn man gefragt wird, ob man Partner sein will, spätestens wenn man sich angeschaut hat, wo die ganze Veranstaltung stattfinden wird. Ich finde, es ist sehr eindrucksvoll hier und jetzt schon mal ein Dankeschön an euch für die ganze Vorbereitung. Warum habe ich mich als Geschäftsführerin gerne mit meinen Kolleginnen und Kollegen praktisch auf den Weg hierher gemacht und warum habe ich ein Interesse und eine Bereitschaft, uns unter die Motorhaube schauen zu lassen? Das Motto beschreibt es eigentlich und das hat was mit meinem Selbstverständnis zu tun. Ich glaube, meine Aufgabe als Geschäftsführerin eines Unternehmens ist, für Entwicklung zu sorgen. Und Entwicklung ist immer gekoppelt und basiert darauf, dass wir eine Lernbereitschaft haben. Und Lernen funktioniert am besten, wenn wir verschiedene Perspektiven hören und wahrnehmen können. Und diese Perspektiven unterschiedlicher Art, zeitlich, ja, also vorher hat man eine Idee von einem Thema oder zu einem Projekt, und hinterher ist man immer schlauer, ja genau, deshalb ist es so wertvoll, hinterher nochmal ganz genau drauf zu gucken und zu sagen, ey, wie war denn das? Was kann man eigentlich daraus lernen? Welche Lernchancen haben wir? Das ist so die zeitliche Dimension. Wir sind so ein bisschen natürlich auch immer noch im Prozess drin, aber auch schon ein bisschen in der Draufschau. Und die andere Perspektive bezieht sich auf die Strukturen und auf die Ebenen. Und hier haben wir mit Christian Martin, einen Zweigstellenleiter aus unserem Unternehmen, ich als Geschäftsführerin. Das ist das Innen. Und die mindestens genauso spannende Perspektive ist das Außen und das seid ihr. Und für meine Lernbereitschaft zu dem, was wir gemacht haben, dazu gehört eben auch zu sagen, wir stellen es einfach mal vor. Und vielleicht gibt es von euch, von Ihnen Gedanken und Fragestellungen, die wir noch gar nicht denken konnten. Und dann wird es richtig spannend, ja. So, hoffen wir nachher. Christian, hast du auch Erwartungshaltung an diesem Besuch hier? Ja, eine große sogar. Wir sind ja tatsächlich mit 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier angereist. Und das wäre neben dem, was Dina Bösch gerade schon sagte, meine Perspektive, meine Erwartung. So ein Unternehmen lebt ja auch immer davon, dass man auch Geschichten erzählt über das Unternehmen und sich mal ein bisschen selbst wieder verständigt nach prozessualen Veränderungen. Wo steht man eigentlich und wo geht's hin? Und das wäre meine Erwartung, dass wir uns die Geschichte einmal gemeinsam erzählen, dass möglichst viele von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das mitbekommen und im Anschluss auch weiter erzählen und auch weiter darüber diskutieren. Wir haben gesagt, wir wollen jetzt nicht vor allem in die Vergangenheit gucken. Genau. Die fängt 1946 an. Trotzdem muss man sie ein bisschen einordnen. Wo kommt denn die DEA eigentlich her? Ja, ich finde die Geschichte ausgesprochen spannend, weil sie ist gekoppelt an gewerkschaftliche Ideen. Und der Ursprung ist in der Deutschen Angestelltengewerkschaft praktisch gedacht worden. Es gab ein Selbstverständnis, dass man sinnvollerweise für Gewerkschaftsmitglieder nicht nur Arbeitsbedingungen und Tarife verhandelt, sondern dass man auch schaut, wie kann man sie in ihrer beruflichen Qualifikation unterstützen. Und so begann nach diesem schrecklichen Krieg sehr schnell sogenannte Abendschulen, wo kaufmännische Qualifizierung stattgefunden hat. Zum Teil ehrenamtlich, also völlig basic. Und das ist so schnell in die Entwicklung gegangen. Und man hat dann ganz schnell verstanden, dass es ein absolut wertschöpfender Beitrag ist, für Menschen, ihnen Qualifizierung anzubieten. Und das entstand aber sehr regional. Und das muss man einmal verstehen, noch wenn man unsere Geschichte und auch unser Jetzt einordnen will. Dieses Regionale war ganz eng gebunden an die damaligen DAG-Einheiten.
Und es war völlig klar, es gab so diesen DAG-Chef, es waren natürlich auch alles Männer, ja, und die DAG-Chefs waren auch gleichzeitig die Chefs dieser Bildungseinheiten. Es gab also starke regionale Einheiten, das wurden dann irgendwann Vereine etc. pp. Das dauerte gar nicht lange, da gab es das bundesweit. Mit einem großen Erfolg, und dann hat man das Konzept weiterentwickelt und hat dann 1959 die Deutsche Angestelltenakademie gegründet, mit der Idee, eher nochmal Qualifizierung auch für mittleres Management anzubieten. Und dann gab es im Laufe der Geschichte irgendwann nochmal wieder Strukturveränderungen. Und heute sind wir die Deutsche Angestelltenakademie mit einem sehr breiten Portfolio. Wir beginnen mit Qualifizierung für junge Menschen, die von der Schule kommen und nicht ausreichend qualifiziert sind, um eine Ausbildung zu beginnen. Und dann begleiten wir während der Ausbildung, wir machen Umschulungen, wir machen Aufstiegsfortbildung und wir machen eben auch unternehmensspezifische Angebote. So ist ein großer Blumenstrauß, den wir aber auch genau so wollen. Trotzdem nochmal zur Einordnung. Christian, kannst du mal ein bisschen so ein paar Zahlen, Daten, Fakten nennen? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Namen vorher schon mal gehört, aber ich hatte keine Ahnung von den Dimensionen, von denen wir da reden. Ja, ich habe mich ein bisschen bemüht rauszukriegen, ob wir jetzt der dritt-, viert- oder fünftgrößte aktuell sind. Von den Weiterbildungsanbietern bundesweit weiß ich tatsächlich nicht. Also die letzten Zahlen, die ich gehört habe, waren, dass wir 4.000 festangestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, dass wir ungefähr nochmal die gleiche Menge an freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben, die bei uns tätig sind und Schulungen machen. Und jetzt können wir mit Umsätzen protzen, aber das hilft, glaube ich, nicht weiter. Wichtiger ist zu wissen, dass wir tatsächlich mit 400 Standorten bundesweit vertreten sind. Und auch das ändert sich ständig. Das ist eine Zahl, die mich immer wieder beeindruckt und wahnsinnig freut. Wir haben im Jahr ungefähr 180.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Das ist einfach klasse, weil das ist das, was wir wollen. Wir wollen Menschen unterstützen und begleiten auf ihrem Lebensweg und Entwicklungsweg. Und das ist toll. Dass man so zur Einordnung jetzt die Zahlen. Interessant ist jetzt hier, finde ich, dass wir hier zwei verschiedene interne Perspektiven, so haben wir es im Vorgespräch auch besprochen, mal sehen wollen. Also Dina Bösch ist erst seit 4 Jahren ziemlich genau im Unternehmen als Geschäftsführerin. Der Christian Martin war 16 Jahre. Ja, und wenn wir jetzt mal ein bisschen, also die Sache, über die wir jetzt zuerst mal sprechen wollen, sozusagen die Neuzeit und die Transformation der letzten 2 Jahrzehnte so anfing, oder die wäre sehr spannend mal zu betrachten aus diesen beiden Perspektiven. Also wir haben vorhin schon gesagt, manche Sachen, die da passierten, weiß ja die aktuelle Geschäftsführerin nicht aus eigener Erfahrung. Ne? Vielleicht kann Christian mal anfangen. Als man dann von dieser riesigen Organisation, sagen wir in den 70er, 80er Jahren, dann kam ja die Wende, und was passierte denn dann? Naja, also die weiß ich tatsächlich auch nicht aus eigener Erfahrung, aber habe mit Leuten zusammenarbeiten dürfen, die es noch in echt erlebt haben. Und die letzten 16 Jahre habe ich mitbekommen auf verschiedenen Ebenen. Was passierte dann? Also ein Schwung hat unserem Unternehmen das Arbeitsförderungsgesetz gegeben. Da ging es uns gut, danach kam die Hartz-Reform und die werden viele von euch kennen, danach ging es uns schlecht. Die haben sich nicht nur ausgewirkt auf normale Kursteilnehmerinnen oder Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer, Arbeitslose, sondern eben auch auf Bildungsanbieter, weil sich Strukturen geändert haben und weil plötzlich die Unterstützung für Weiterbildung sich ganz grundlegend änderte. Um nicht ins Gejammer zu verfallen, das hatte Auswirkungen für uns. Wir sind auf ungefähr ein Drittel der vorherigen Mitarbeiter zusammengeschnurrt. Das waren dann noch 1.200. Und wir haben vorher 48 Zweigstellen bundesweit gehabt und dann waren es noch 18. Das heißt, diese Reformen, die uns kurz vor die Insolvenz getrieben haben, die sind einmal wichtig gehört zu haben für dieses Unternehmen, weil sie mehrere Funktionen hatten. Das eine war natürlich ganz furchtbar für die Leute, die gehen mussten und für die Strukturen, die sich geändert haben. Und es war gleichzeitig ein ganz, ganz großer Glücksfall. Meine Perspektive darauf, ich wäre, glaube ich, nicht bei der DAA, wenn es das nicht gegeben hätte. Ich bin damals als freier Mitarbeiter eingestiegen. Das war so ein bisschen der Nutznießer derjenigen, die gehen mussten. Und es würde diese Strukturen und diese Entwicklung danach mit Sicherheit nicht geben, wenn es uns vorher nicht einmal schlecht gegangen wäre. Also von 3.600 auf 1.200 so ungefähr. Das ist ja schon mehr als eine Krise, das ist ja schon existenziell eine Gefährdung des Ganzen. Und das konnten sich wahrscheinlich die 10 Jahre vorher gar nicht vorstellen, was da passiert ist. Was haben denn die Verantwortlichen dann damals unternommen? Was waren denn die Reaktionen darauf? Naja, 2 Sachen hat Christian Martin gerade beschrieben. Nicht? Also es war allen klar, es geht darum, Personal abzubauen und es geht darum, Strukturen auch zu verschlanken. Allein in der damaligen Zentrale in Hamburg arbeiteten irgendwie 150 Leute, glaube ich, danach waren es noch 45.
Also es wurden ganz viele Leute entlassen, um einfach ökonomisch das irgendwie einigermaßen zu stabilisieren. Es wurde das Gehaltsniveau abgesenkt, was natürlich auch wirklich eine absolute Herausforderung ist. Wir haben heute noch Beschäftigte mit Altverträgen, die mehr verdienen als diejenigen, die nach dieser Krise zu uns gekommen sind. Das sind ja Zerreißproben für ein Unternehmen. Ich bin immer wieder beeindruckt, dass es gelungen ist. Und diese Strukturveränderung, nämlich das, was ich vorhin beschrieben habe, was so wichtig war, diese regionalen Einheiten in der Verkopplung, auch mit der Gewerkschaft etc. pp. Zu sagen, nee, also wir reduzieren uns eben von fast 50 Zweigstellen auf 18. Und ich glaube, das hat für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ganz viel Verunsicherung bedeutet. Das hat aber auch dazu geführt, also wir kennen, glaube ich, alle dieses Sprichwort, Not macht erfinderisch. Ne? Und dieses Unternehmen war wirklich in einer großen Not. Und da sind auch Erfindungen passiert. Und viele. So. Also was denn zum Beispiel? Ja. Ja. Also mittleres Management, haben Sie gerade angesprochen, weitestgehend verschwunden. Dann war die Not so groß, dass die Zweigstellen, die es vorher gab, sich nicht mehr auf sich selbst beziehen konnten und nicht mehr alles eigen leisten konnten. Klar, die Mitarbeiter waren nicht mehr da und die Not groß. Und dann sind wir umgeschwenkt auf eine Netzwerkstruktur oder eine Matrixstruktur. Da gibt es unterschiedliche Interpretationen jetzt rückwirkend. Das allerdings hat unglaublich viele Kräfte freigesetzt, die wirklich bis heute nachwirken. Und wenn man das zurückrechnet, ist ja jetzt doch schon ein bisschen länger her, die ganze Veranstaltung. Meiner Meinung nach haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter damals gemerkt, wie wirksam sie selber sein können. Und zwar nicht nur bei den einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, sondern eben auch bei dem Gestalten eines Unternehmens, Gestalten von Strukturen und bei dem Design von Produkten. Wir mussten uns einfach austauschen, um weiterzukommen. Also vielleicht ergänzend noch, ne? Dieser Abbau der Zentrale, auch da gab es sowas wie eine pädagogische Abteilung, die wurde einfach geschlossen, die gab es nicht mehr. Aber natürlich bestand die Notwendigkeit, weiter über Produkte nachzudenken etc. pp. Und pädagogische Arbeit zu entwickeln für das Unternehmen und dann auch nochmal zu realisieren, es gibt ja ganz viel Kompetenz in der Organisation, in ihrer Vielfalt vor Ort. Und dann zu sagen, gut, das bündeln wir über sowas wie Netzwerke und da versuchen wir Formate zu finden, die das Know-how, was da ist, eben möglichst vielen zur Verfügung zu stellen. Das sind im Übrigen Fragen, die uns heute genauso beschäftigen. Ich stelle mir gerade nochmal so vor, wenn ich jetzt, bin selber zufällig auch Geschäftsführer oder für wesentlich wenige Leute, aber bei mir das Unangenehmste, was einem passieren kann, ist, sich von Menschen zu trennen, wenn man es nicht will. Und jetzt, also mal abgesehen auf diese natürlich den akuten Schmerz, der selbst entlassen oder seine Kollegen müssen gehen. Was gibt es denn für verschiedene Reaktionsmuster dann, wenn man sagt, okay, wir müssen diese Organisation ja weiterentwickeln trotzdem. Was gibt es denn da für Muster und Typen, die man dann so erkennt? Also ich kann ja mal beschreiben, welche Muster und Typen mir begegnet sind, als ich vor 4 Jahren die Geschäftsführung übernommen habe, weil ich bin ja kein Teil der Geschichte in dem Sinne. Und ich war sehr beeindruckt davon, mit welcher Vehemenz mir Mitarbeiter und Mitarbeiter in den ersten Wochen und meistens diejenigen, die höhere Führungsfunktion hatten, klar gemacht haben, ich möge auf keinen Fall die Krise vergessen. Die Krise. Und da habe ich verstanden, das ist das, was es heißt, wenn ein Unternehmen kollektiv ein Trauma erlebt hat. Das hat unglaubliche Nachwirkungen, das fand ich ganz irre. Und ich habe ein bisschen gebraucht, um das zu verstehen, auch den Wert zu erkennen. Erst habe ich mir gedacht, mein Gott, also wollen die mich gleich irgendwie inaktiv stellen nach dem Motto, jetzt kommt ihr her und oh Gott, hoffentlich will die nicht so viel und jetzt sagen wir der mal, was sie am besten alles nicht macht, weil die Krise. Und dann habe ich aber das irgendwann auch als Wert schätzen gelernt, weil was die natürlich gelernt haben, ist, Dinge zusammenzuhalten. Und ganz alltäglich ausgesprochen, Kohle nicht zum Fenster rauszudonnern, weil das ist durchaus von Vorteil. Und ergibt sich das wirklich so wie von selbst, dass dann die Leute, sagen so ihren unternehmerischen Sinn, also wenn man einfach muss, dann, dass die Leute dann das haben, was man immer so idealistischerweise sich wünscht. Also jeder im Unternehmen, auch wenn er angestellt ist, denkt unternehmerischer und selbstständiger und sinngetrieben. Funktioniert das so? Also sicherlich nicht bei allen.
Die Menschen, die ich kennengelernt habe im Unternehmen, da kann ich rückblickend sagen, das hat bei ausgesprochen vielen so funktioniert, und zwar in unterschiedlichen Kontexten. In dem Team, in dem ich damals selbst angedockt bin, die haben halt die Haltung von da grundsätzlich schon gehabt, einfach mal machen, und haben nicht lange gefragt. Also da hat Führung ganz lange gar keine Rolle gespielt, das war ein selbstorganisiertes Team, was einfach getan hat. Und natürlich aus der Not heraus, irgendwer muss es ja machen, und wenn nicht wir, dann tut es halt keiner. Und das ist ein Reaktionsmuster, das begleitet mich die ganze Zeit meiner DAA-Laufbahn auf allen Ebenen. Und das scheint sich in irgendeiner Form in die Struktur dieses Unternehmens eingefressen zu haben. Das macht es natürlich, wenn Menschen einmal erlebt haben, wie wirksam man sein kann und wie viel man selbst gestalten kann vor Ort und wie schnell das auch geht und wie viel Spaß das macht, wenn die Rahmenbedingungen eben das zulassen, dort, wo man ist. Macht es dann spiegelbildlich in einer zentralen Perspektive, gerade von einer Geschäftsführerin, mutmaßlich sehr, sehr schwer, damit umzugehen. Das muss man zulassen, und das ist, glaube ich, auch nicht immer einfach. Und wir kamen natürlich aus einer Zeit, wo sich die ganze Welt der Förderung einmal komplett gedreht hat, da war das möglich. Und dann setzt wieder das Regelungssystem ein, und die Vorderbühne, auf der man dann auch spielen muss, die wird immer enger, immer strenger. Und wir haben es lange geschafft, glaube ich, da mit einem breiten Kreuz vorzustehen und zu sagen, okay, die Regelungen von außen, die haben sich jetzt wieder verschärft. Also die Zeit, wo ihr machen konntet, was ihr wollt, Hauptsache ihr überlebt, die ist vorbei. Jetzt müssen wir mal wieder auf uns gucken. Und das macht tatsächlich dann was mit Menschen. Diesen Satz habe ich mir vorher auch notiert. So als den mit der Vorderbühne. Ja, also das ist ja das für Leute, die vielleicht schon dieses Bild allgemein kennen, das Unternehmenstheater, sage ich mal. Ja, also da wird auf der Vorderbühne ist das, was offiziell passiert, und dann wird ja noch, jetzt mal übertrieben gesagt, richtig gearbeitet im Hintergrund, so im Maschinenraum wird das möglich gemacht, vielleicht manchmal so ein bisschen vorbei an den offiziellen Strukturen. Ist das so, ist die Regulierungslage hier in dem Bereich auch so, hat sich so stark verändert, dass es wirklich ist, dieses, was man gerade jetzt ja was Pflänzchen entdeckt hat, wieder vielleicht zum Absterben bringen kann? Nee, ich glaube, es geht nicht darum, das zum Absterben zu bringen, sondern es geht darum, diesen Grad zu finden, dass die Vorderbühne bespielt wird, weil man muss sie bespielen. Und das ist auch meine Aufgabe als Geschäftsführerin, dafür Sorge zu tragen. Nicht nur, weil ich es persönlich verantworte, sondern einfach wie jedes andere Unternehmen auch. Da ist es, glaube ich, auch gerade egal, ob man mit Bildung unterwegs ist oder ein anderes Produkt anbietet. Es gibt ja bestimmte Strukturen, bestimmte Themen. Dazu muss man einfach safe sein und in standardisierten Prozessen das durchdeklinieren. Und zwar egal, ob in Hamburg, in Flensburg, in Kempten oder in Osnabrück oder in Emden. Personalwirtschaft, Einkauf, all diese Rechnungswesen, das kennt man aus jedem Unternehmen. So. Das ist allerdings ein bisschen herausfordernd und herausfordernder geworden mit den ganzen Ergänzungen, was wir auferlegt bekommen, einer unserer großen Auftraggeber ist die Bundesagentur für Arbeit. Dann gibt es sowas wie einen Bundesrechnungshof. Ja? Also das heißt, das Außen zwingt uns auch, vermeintlich prüfsicher zu sein und dass sie glauben, über bestimmte Kennzahlen prüfen zu können. Das kann man alles kritisch bewerten. Tatsache ist, da komme ich drum herum, das müssen wir machen. So. Und dann ist die Frage, wie viel Struktur und wie viel Verbindlichkeit braucht so ein Unternehmen wie unseres und an welchen Stellen ist man schlecht beratend, sehr strukturiert unterwegs, und wo muss man ganz viel Freiraum geben für Entwicklung und für Formen zu finden, die das möglich machen, was so ein großes Unternehmen hergibt. Das ist ja auch besonders, dass es so groß ist. Es gibt irre viel Know-how, aber wie kriegt man das gebündelt? Und wie schaffen wir Informationssysteme, dass möglichst diese Bündelung gut funktioniert und alle davon profitieren können? Bevor wir vielleicht gleich nochmal darauf eingehen, auf diese, wie eigentlich die Zusammenarbeit im Einzelnen funktioniert, vielleicht noch so ein übergeordnetes Thema, was im Spannungsbogen, der immer wieder auftaucht, ist ja, organisiert man jetzt so ein Riesengebilde eher zentral oder regional? Und dann gab es auch diese Geschichte, ich habe auch ein anderes Zitat eben, es gab da so stolze Regionalfürsten, ja, 48, die, also zum Beispiel, ich frage mal hier, das ist Christian Martin, der ist der Niederlassungsleiter in Hamburg, ist das auch so, ist man heute jetzt ein bescheidenerer oder ein netzwerkender Regionalfürst oder ist man gar kein Fürst mehr? Wie hat sich das geändert? Ja, auf alle Fälle bin ich ein Stolzer. Aber wer wäre nicht gerne Fürst? Ich glaube aber, die Zeit der Fürstentümer ist tatsächlich komplett vorbei.
Das, was wir erleben, sind ganz viele Menschen vor Ort, die einfach unheimlich viel Lust haben zu gestalten. Und das können wir in diesem Unternehmen nach wie vor. Das konnten die Regionalfürsten auch. Bei denen war bloß rückwirkend, keiner ist da von den alten Herrschaften, ein bisschen das Problem, dass das Silo-Denken genauso groß war. Also da war alles meins. Und der Schritt, den wir gegangen sind, war, alles gehört allen. Also alles Wissen aus den Zweigstellen, aus den Standorten, aus den Teams ist bitte auch für alle da. Und insofern bin ich heute sicherlich sowas wie ein Regionalfürst und auch stolz dabei, aber vertrete ganz entschieden diese Haltung, dass wir arbeitsteilig sehr viel besser unterwegs sind und dass wir auch in der Entwicklung von angemessenen, guten Bildungsangeboten eben auch vor Ort agieren müssen. Und die kommen aus der Regionalität. Und das ist eine deutliche Änderung. Insofern fühle ich mich total wohl in meiner Rolle gerade. Also Christian Martin, wenn ich das mal so sagen darf, ist auch ein schönes Beispiel für die Generation, die eben diese Neuzeit miterlebt hat. Und was meine Vorgänger richtig toll gemacht haben, ist nämlich ein Führungskräfteentwicklungsprogramm. Mhm. Und das zahlt nochmal ein auf deine Frage, nicht? Also was ist da eigentlich passiert in diesem Unternehmen, nachdem es die so geschüttelt hat? Und es wurde verstanden, dass Mainz und Zugbrücke hoch nicht langfristig die Lösung sein würde. Und man hat Führungskräfteentwicklungsprogramme gemacht. Und diejenigen, die heute in diesen Führungsfunktionen sind, sind zu zwei Drittel sind die durch diese Programme gegangen. Die kennen sich alle super gut. Da überlegt keiner, rufe ich mal jemanden an, ach nee, lieber nicht, der ist ja aus einem anderen Beritt, sondern das ist ein Automatismus. Und dann sagt man, sag mal, wie hast denn du das gemacht? Oder wir kauen gerade auf der Frage X rum. Wie seid ihr dazu unterwegs? Und das finde ich, also als diejenige, die das nicht initiiert hat, ich profitiere davon. Ja, und ich finde das immer wieder eindrucksvoll, wenn ich erlebe, wie ich mit den Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten kann. Natürlich gibt es auch Dissensen und es gibt auch unterschiedliche Interessen. Und natürlich gibt es auch immer noch mal den einen oder anderen Fürst oder auch die Fürstin. Wir haben eine Reihe an Frauen, ich glaube, wir sind gerade sogar mehr Frauen als Männer, die sagen, na, ach, das machen wir hier jetzt aber anders so. Ne? Und dann ist es meine Aufgabe, da so ein bisschen nachzubohren. Und dann sind wir auch nicht immer die besten Freunde, weil ich natürlich als Geschäftsführerin da dann eine Störung bin. Ne? Weil man sich das ja gerade so für sich gerade ganz schön ausgedacht hat. Aber ich stelle mir das auch unheimlich schwer vor. Die Märkte sind ja wahrscheinlich auch ganz verschieden. Also in dem einen, sind wir nicht mehr Fürstentum, in dem einen Bereich gibt es vielleicht muss ein anderes Angebot erstellt worden. Wie kriegt man das denn insgesamt, wie kriegt man denn diese Balance hin zwischen dieser zentralen Steuerung und eben dann dieser Kreativität vor Ort? Lange Leine lassen. Also die es am besten einschätzen können, sitzen vor Ort, die kriegen mit, was gefragt ist und welche Angebote wahrgenommen werden. Und wenn das Eigeninteresse da ist, diesen Markt zu bedienen, dann entwickeln wir die Angebote. Und aus meiner Perspektive würde ich dann immer sagen, lasst die Leute vor Ort machen, möglichst wenig einmischen, sorgt dafür, dass die Vorderbühne bespielt wird und wir unsere Ruhe haben und dann läuft der Laden schon. Ich war aber vorher in einer anderen Rolle unterwegs und habe eine zentrale Perspektive einnehmen müssen. Und da ist eher die große, finde ich auch total spannende Herausforderung, wie kriegt eine Zentrale eigentlich mit, was dezentral passiert? Also wie kriegen wir denn in Hamburg, da aus dem Türmchen, was gar keins ist, eigentlich mit, welche tollen Produktideen, welche Menschen intelligent unterwegs sind und wer trifft die Entscheidung, was für alle interessant sein könnte. Und das haben wir, glaube ich, sehr lange und sehr gut über Netzwerke gelöst. Genau. Das heißt, wie funktioniert so ein Netzwerk? Das heißt, dass wir versucht haben, den Link hinzukriegen aus so einer klassischen Linienstruktur, die ich ja jetzt vertreten muss, Zweigstellenleitung, Linie, mit einem anderen Betriebssystem, was wir daneben gestellt haben, um es mal mit Kotter dann zu sagen. Und wir haben Leute aus der Linie rausgenommen und fachlich bezogen in Netzwerke zusammengeschweißt. Dazu gibt es auch Arbeitsgruppen thematisch, aber die grundsätzliche Struktur und die tragende Struktur ist es, Leute aus der Linie rauszunehmen und in Netzwerken arbeiten zu lassen. Und das machen wir seit 15 Jahren an vielen Punkten. Und immer dort, wo wir die Kolleginnen und Kollegen lange auch zusammenarbeiten lassen können, an einem Thema, was sie wirklich interessiert und wo sie in ihrer Heimatzweigstelle, in ihrem Arbeitsort auch mit konfrontiert werden, da passiert viel mehr, als den Netzwerken mal zugeschrieben wurde. Also ganz konkret, da trifft sich dann ein Arbeitskreis zu einem bestimmten Thema von Ein Arbeitskreis ist mein Hasswort. Ja,
wie auch immer es heißt. Aber so. Genau, also das heißt so ein bisschen, wir arbeiten im Kreis. Netzwerke leben ja davon, dass es persönliche Beziehungen gibt und ein gemeinsames Interesse, ein wirkliches Interesse an einem Thema. Und da passiert unglaublich viel Entwicklung. Da entstehen Konzepte, da entstehen Ideen heraus. Das ist unser bestes Führungskräfteentwicklungsprogramm gewesen, als es das Neue noch nicht gab. Und das Wort ist immer noch schlimm. Aber da sind die Leute aufgefallen, die was beitragen wollten und die auch wirklich intrinsisch motiviert waren und die Ahnung hatten. Und Christian Martin. Viele davon sind in das Programm gegangen. Jetzt muss ich aufhören. Ne? Ja, genau. Ja. Ja, nein, man merkt ja, Christian Martin ist beseelt von den Netzwerken. Ja. Und ich wertschätze sie auch außerordentlich. Ist auch ein Instrument, mit dem wir nach wie vor unterwegs sind. Und jetzt kommt mein Aber. Ich glaube, wir stehen vor einer neuen Herausforderung. Was wir nämlich merken, ist, dass immer mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter doch auch nach relativ kurzer Zeit das Unternehmen wieder verlassen. Diese Kolleginnen und Kollegen, mit denen Herr Martin ganz lange zusammengearbeitet hat, etc., die sind lange dabei. Und das ist ja auch so ein Erkennen von, wo sind Talente, ne? Und da ist jemand, hat richtig Bock, an dem Thema zu arbeiten und dann sagt man, Mensch, komm, da ist ein Netzwerk, bring dich da ein und so, ne? Das braucht ja ein bisschen Zeit. Und jetzt haben wir aber eine Arbeitswelt, die sich nicht nur, was technische Facilities etc. pp. Angeht, rasend schnell verändert, sondern dazu gehört auch, dass Leute viel kürzer in den Unternehmen sind. Und das ist so ein Punkt, wo ich wirklich immer mehr darüber nachdenke und mich frage, wie kriegen wir das trotzdem erhalten, das, was wir als Wert da erlebt haben. Und es gibt ein zweites Aber, und das mag Christian Martin manchmal nicht so gerne hören, aber ich habe das so erlebt. Man soll ja bitte nicht glauben, dass so ein Netzwerk völlig Hierarchie und Macht befreit ist, ja, oder gar nicht elitär ist, weit gefehlt. Also das sind irgendwie schon auch die Coolen, die in so einem Netzwerk sind, ne? Und ob man denn so jede Information wirklich weiterträgt, da kann man ja dann auch nochmal die eine oder andere Entscheidung treffen. In der Hierarchie frei. Ja, das finde ich total interessant. Ja, also Dynamiken anzugucken, zu sagen, ist doch irre. Also vom Anspruch her sind die unterwegs und sagen, komm, wir tragen zusammen und denken zusammen und nichts gehört jedem allein, sondern alles, was wir an Klugheit im Kopf haben, gehört uns allen. Und dann ist das aber, hat auch das Grenzen. Und das finde ich total interessant zu verstehen und immer wieder zu überlegen, okay, und wie kann man das aufweichen und das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, möglichst zu verhindern, dass es in jedem Unternehmen, was zentral, dezentral unterwegs ist, nicht an vielen Stellen das berühmte x-te Mal was neu erfinden zu lassen, etc. pp. Ja. Es ist auch nicht alles, also es ist immer noch schwierig, diese Balance zu finden, also viele Dinge, die unter einen Hut gebracht werden müssen. Ich würde an der Stelle mal, wir sind so ungefähr bei der Halbzeit, mal das ein bisschen öffnen. Jetzt haben wir schon ziemlich unter die Motorhaube geguckt. Ja, jetzt frage ich einfach mal in die Runde, ich würde das Mikrofon dann auch hinbringen. Gibt es denn Erfahrungen, im Moment Fragen, Reaktionen darauf? Wer ist auch in so einem großen Unternehmen, wer hat ähnliche Sachen in kleinen Unternehmen überlegt? Ich würde einfach mal gerne die Diskussion aufmachen. Gibt es Fragen? Habt ihr Netzwerkerfahrung? Wie macht ihr das? Oder habt ihr gute Ideen? Also die Idee ist recht schwer. Die Frage, die ich habe, ist, Sie müssten ja eigentlich eine neue Geschichte schreiben. Oder die Geschichte den Menschen oder erlebbar machen, was die Zeit nach der Krise ist. Und da gibt es ja immer so die Bewahrer, die da sagen, ich bin mit ihnen auf die Verbindung gegangen, und die halten auch noch ganz lange dran fest. Das heißt, die Frage ist, wie schreiben sie ständig nach vorne in die Geschichte neu? Und das Zweite ist nochmal, wenn sie auf das Thema Führung eingehen. Ich glaube, Führung hat eine elementare Rolle, Sie haben schon mit dem Programm angedeutet. Und ich glaube, so als Antwort habe ich einen Teil der Idee mit drin. Also da steckt mit Sicherheit viel, ich würde es nicht Netzwerkarbeit nennen, aber ständig eigentlich nicht akribisch diese gleiche Geschichte zu erzählen, aber ständig Erlebnisse zu herbeizuführen, damit etwas entsteht. Und ich glaube, das Entstehen ist eigentlich schon ganz digital. Ja. Also ich habe ja vorhin gesagt, dass ich seit 4 Jahren in dem Unternehmen bin und was macht man klassischerweise, wenn man neue Geschäftsführung in einem Unternehmen wird? Man versucht erstmal zu verstehen. Und insofern habe ich ganz viel geguckt und mit ganz vielen verschiedenen Menschen gesprochen mit verschiedenen Funktionen. Und
Klar, als Geschäftsführerin habe ich die Aufgabe, immer zu schauen, sind wir dazu in der Lage, auch Risiken zu erkennen? Ja? Und wo sind Risiken? Und wie können wir damit umgehen, dass sie möglichst sich nicht negativ auswirken für das Unternehmen? Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben dann ein umfängliches Projekt begonnen. Das hatte einen damals treffenden Namen. Das hieß Fokus 16-17, machte deutlich, in welchem Zeitraum sich das abspielen sollte. Und jetzt, was ich vorhin sagte, ne, jetzt sind wir so ein bisschen in der Nachbetrachtung und die finde ich fast so spannend, wie sich davor darüber Gedanken zu machen oder das Projekt selbst zu leben, weil nachher ist man immer schlauer, ja, und dieses Momentum zu nutzen. Ein Teil dessen war aber, und das zahlt ein bisschen ein auf die Frage, neue Geschichte erzählen oder wie erzählt man die Geschichte, mit dem Wissen, wir haben eine relativ flache Hierarchie. Es gibt die Funktion Geschäftsführung und dann gibt es die Funktion Zweigstellenleitung und die haben wir 18 Mal. Und dann gibt es eine sogenannte dritte Führungsebene und das sind 330 Menschen, die dann die nächste Einheit praktisch leiten. Hinter ihnen oder hinter dir sitzen zum Beispiel, auch wenn ich das tue. Und für mich hat das eine große Bedeutung, mit dieser dritten Führungsebene im Kontakt zu sein und gemeinsam dieses Unternehmen weiter zu verstehen und weiter zu entwickeln. Insofern haben wir dann aufgesetzt eine mehrere Module für diese 330 Führungskräfte und haben die alle da durchgeschleust. Die Alten, ne, die immer mit dem Zeigefinger, Frau Bösch und die Krise, die haben mich für verrückt erklärt. Die haben gesagt, die Bösch, die donnert doch die Kohle zum Fenster raus. Wie kann die das machen? Ja? Dann haben wir jetzt im März Geschichte neu schreiben, Digitalisierung, haben wir eine große Veranstaltung gemacht in Magdeburg. Mark Poppenborg war einer unserer Keynotes. Die Alten haben mich angeguckt und gesagt, die Bösch, die hat da ein Hotel gebucht und da kommen nur 250 Leute hin. Das geht doch alles gar nicht. Was kostet das? So. Ich glaube aber, dass das genau die, oder dass wir hier zusammen sind. Ja? Das sind genau die Momente und da geht es darum, was zusammen zu denken, zu erleben und das Verstehen von wo wir herkommen und das Verstehen, was sind die Werte, die uns unser Unternehmen ausmachen, das finde ich wichtig. Aber die Frage ist immer, und was heißt es heute? Ja, so, und was heißt es heute in Zeiten von Digitalisierung? Wir sind ja mit einem anderen Thema hier auch noch vertreten zum Thema Lernprozesse oder ne, wie heißt, was heißt das für unser Angebot? Es ist hochspannend, was heißt das für unsere eigenen Prozesse im Unternehmen? Und ich glaube, es geht ja nicht darum, die Vergangenheit als, wie soll ich sagen, als Orientierung darzustellen, aber so einen kleinen Blick drauf zu werfen, um das jetzt auch einordnen zu können, das hat eine Bedeutung. Und das jetzt versuchen wir intensiv zu gestalten. Ne? Klar, wir sind ja nicht ahistorisch. Also auch bei den Veranstaltungen, die Sie ja damit angeschoben haben, war es ja so, dass natürlich die Krise ein Thema war und dass wir das auch thematisiert haben und eben nicht rausgehalten haben. Nichtsdestotrotz geht es ja, das, so habe ich dich gerade verstanden, auch immer darum, nicht nur Erlebnisse zu schaffen, sondern auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Gelegenheit zu geben, dass sie ihre Geschichte auch schreiben können. Und die Freiheit zu geben, also sich selbst zu erleben im Unternehmen und zu sagen, so sind wir und dahin entwickeln wir uns gerade und vielleicht auch wieder eine Kultur herzustellen, die eben neben kritischen Anmerkungen zu Netzwerken auch in solchen Zusammenhängen mal entsteht, dem anderen stolz zu erzählen, was man Tolles sich ausgedacht hat. Das ist etwas, da glaube ich, müssen wir noch ein bisschen die Schraube drehen. Wir kommen aus so einer Tradition, also Krise, dann gab es eine Tradition, wo man mit Stolz und sicherlich auch Eigennutz rausgegangen ist und gesagt hat, so sind wir, so arbeiten wir, das machen wir und Regeln interessieren uns manchmal auch nicht. Dann gab es wieder eine Zentralisierungsbewegung, die dann immer irgendwann einsetzt. Man muss wieder irgendwas gerade ziehen und dann muss man Strukturen schaffen und dann macht man ein Projekt, was im Übrigen auch intern eingefordert wurde. Fokus, jetzt fokussiert euch mal wieder. Also da muss doch mal jemand, so der übliche Wunsch, entscheiden, tun, machen, regeln. Und dann entsteht sehr schnell so eine Kontrollillusion. Und jetzt würde ich sagen, jetzt haben wir, muss man ein bisschen Stimmung reinbringen, jetzt haben wir so die maximale Regelungsdichte erreicht. Und die Herausforderung jetzt, die ich benennen würde, wäre, wir müssen wieder unseren Leuten die Möglichkeit geben, echt mit Stolz bei der Arbeit zu sein, noch mehr als bisher, das auch zu erzählen
und sich wieder in neue Strukturen auch einzufinden und ihren Ort auch zu finden. Vielleicht geht es darum. Und das sind Geschichten, Erlebnisse und gegenseitig erzählen. Konnte ich mich verständlich machen? Doch, das ist schön. Viele haben es wahrscheinlich im Unternehmen klein oder das ist natürlich ein Riesenunternehmen. Da gibt es einfach natürlich logistische Themen, die allein schon erstmal erledigt werden müssen. Man kann ja nicht mit 330 Leuten jetzt ständig kommunizieren und so. Und das ist, genau, wie mache ich das überhaupt? Aber dieses Thema der, ja, irgendwann habe ich mal Gespräche geführt mit dem Chef von BASF oder so. Und dann hat er mir auch so, habe ich mir das vorgestellt: 64 Milliarden Umsatz oder so und 180.000 Leute oder 18, ich weiß nicht, wie kann man. Also da war das Wort Kontrollillusion auch schon so von mir, das kannst du doch gar nicht mehr im Griff haben. Aber das ist ja selbst bei, wenn ich jetzt 500 Leute habe, schon nicht mehr so, dass ich genau weiß, was jeder von denen macht. Also und bei so einer Größe irgendwann auch vor allem noch regional so verteilt, so auf den einzelnen Niederlassungen, ganz schön schwierig. Ich weiß, es würde mich jetzt wirklich interessieren, auch so in die Runde gibt, hat da jemand einfach Erfahrung gemacht mit seinem Unternehmen oder auch vielleicht in dem Thema Fortbildung sogar, also da gibt es da Erfahrung. Sonst würde ich einfach auch nochmal, was mich noch interessieren würde, wäre die andere Warte jetzt wieder, wohin geht denn die ganze Sache in Reise in diesem Bereich? Also wir reden jetzt natürlich immer sehr stark über das Innen. Letztendlich muss ja auch eine deutsche Angestelltenakademie mit ihrem Trauma von mir aus und mit ihren Erfahrungen und mit den Leuten, die sogenannte dann eher so vorsichtig und bremsen und zurückgewandt und die anderen Leute, die nach vorne stürmen und jetzt sagen, wir müssen alles frei und selbstbestimmt machen. Es gibt ja einen Markt, ne? Und irgendwo am Ende bestimmt der ja dann doch auch, was auch der Bewahrer oder der nach vorne Stürmer irgendwie bieten muss. Wie entwickelt sich denn der Markt? Wie stark ist man denn bei der DAA wirklich darauf angewiesen, dauernd innovativ Richtung Markt zu entwickeln? Absolut. Also man muss sich ja einfach vorstellen, die Wertschöpfung dieses Unternehmens findet vor Ort statt. Ja, und Arbeitsmarktpolitik ist stark gekoppelt an regionale Gegebenheiten. Und insofern haben wir auf der DNA der DAA ein großes Selbstverständnis dafür, dass wir vor Ort diejenigen sind, die die Situation vor Ort verstehen, im Kontakt mit den Kostenträgern, auch in gewisser Weise maßgeschneidert, aber eben Angebote entwickeln auch, die für die Situation dort passend sind. Jetzt sind wir natürlich nicht unabhängig von politischen Entscheidungen, bis hin zu der Frage... mehr als andere? In der Branche ja. Auf jeden Fall, ja, klar, natürlich. Weil es sehr stark von über die Bundesagentur zum Beispiel geht und so weiter. Genau, also genau. Als privater Anbieter ist da irgendwie etwas flexibler wahrscheinlich. Genau. Und die Frage ist, also Christian Martin beschreibt das ja immer so ein bisschen... Wir müssen wieder, ich denke immer, nee, wieso eigentlich wieder, ja, also und favorisiert die Kreativität der Menschen vor Ort. Und ich sage, ja, ich finde das großartig, dass es die gibt. Ich weiß, das ist der Schatz, den dieses Unternehmen hat, aber ich will so gerne diesen Schatz für uns alle heben. Das ist mein Thema. Wie kriegt man das hin? Und es so vordergründig gibt es ganz viel Nicken dazu, dass Leute sagen, ja, nee, das stimmt ja auch. Ne? Das ist irgendwie ja auch der Vorteil, den wir eigentlich haben. Wir sind so groß und wir können voneinander profitieren etc. pp. Und dann gibt es immer und immer wieder, und ich glaube, es ist egal, in welcher Zeit wir sind und ich glaube, auch in welchem Unternehmen wir sind, gibt es drei Elemente auf diesem roten Faden, die ich immer wieder sehe. Und das, glaube ich, muss man verstehen, ist die Frage, wer hat die Macht, etwas zu entscheiden? Und für das, was du vorhin sagtest, Innovation und Produkte anzubieten und so weiter und so fort, das liegt vor Ort. Das muss auch vor Ort liegen. Das kann man zentral überhaupt nicht entscheiden. Ja, weil zentral hast du gar nicht das Gefühl und hast nicht den Kontakt und weißt es einfach gar nicht und wirst mit großer Wahrscheinlichkeit häufig genau dran vorbei agieren. Ja? Also so wie das Pfirsich-Modell, dass man eben sagt, da außen sind die Leute, die eigentlich den Markt kennen und innen drin sitzt oder Kern, der aber eigentlich... Insbesondere die Sachen nicht so kennen. Genau, und dann aber immer wieder zu gucken, ja mein Gott, also wenn wir 400 Standorte haben, ja, dann ist es einfach eine Notwendigkeit zu sagen, auf welcher Ebene haben wir diesen Überblick, wo jemand versteht, ey, das Thema ploppt gerade an 10 verschiedenen Stellen auf. Ja. Dann lass uns das doch mal zusammendenken, anstatt dass 10 verschiedene Stellen das denken.
So, und das ist ganz sensibel, weil in dem Moment, wo jemand das versucht zu bündeln, sagt der Nächste, du willst mir aber nicht erzählen, was ich hier zu tun und lassen soll. Ja? Das entscheide ich aber selbst. Sie sind ja Lösungsansätze für dieses, ja, so ein Dilemma. Das ist ja auch, genau. Ich meine, das ist ja auch nicht in diesem Unternehmen das Erste, das dieses Dilemma kennt. Ne? Also wir haben irgendwie dieses ganze, ich weiß nicht, bei welchem Unternehmen es war, Siemens, oder wenn wir wüssten, was wir wüssten. So ungefähr, genau. Ne? Also das, was gibt es denn da für andere? Außer jetzt gibt es diese Netzwerktreffen oder... Genau. Es gibt ja eine ganze Struktur, die eigentlich davon lebt, dass vor Ort erkannt wird, was vernünftig nachgefragt wird und was man weiterentwickeln sollte. Also wer heute auf unsere Lernplattform guckt, der guckt auf eine Lernplattform mit ganz furchtbar vielen Inhalten. Einige sind veraltet, einige top aktuell, aber die meisten irgendwie ganz normal entwickelte Lerninhalte, die haben wir nicht zentral irgendwo in Auftrag gegeben und eingekauft. Das ist das Wissen, was damals, ich komme jetzt noch mal einmal zur Krise als Stichwort, das haben damals die Menschen beigetragen, die davor in diesen Angeboten gearbeitet haben. Und die haben sich dann dazu herabgelassen, aufgeschwungen oder bereit erklärt, das aufzuschreiben, was sie vorher in Klassenverbänden, in Umschulungsunterrichten face-to-face gemacht haben, Frontalunterricht. Allein schon die Bereitschaft, ich gebe mir jetzt den Ruck und gebe mein Wissen weiter und teile das im Unternehmen für alle, stelle das auf eine Plattform ein, das fand ich einen großen Schritt. Das Ding ist seitdem gepflegt und weiterentwickelt worden. Und zwar deshalb, weil wir die Verantwortung für die Weiterentwicklung eben auch nicht zentral wahrnehmen alleine, sondern weil wir gesagt haben, das sollen Verantwortliche vor Ort machen. Die wissen, was in ihrem Berufsbild, in ihrem Bereich gerade passiert und die sollen sich darum kümmern, dass das aktuell gehalten wird. Da müssen wir jetzt den nächsten Switch hinkriegen. Da gibt es neue Lerninhalte, die man, glaube ich, anders besser entwickeln kann und das ist ein ewiger Aushandlungsprozess. Aber die grundsätzliche Haltung, glaube ich, kann man da erkennen. Und dann gibt es ein anderes Beispiel, das, was Flüchtlingskrise genannt wird, für uns keine ist und wir würden die auch nicht so einsortieren. Aber eine Herausforderung war da, möglichst schnell möglichst viele Angebote für diese Gruppe von Menschen bereitzustellen, die jetzt da war, jenseits von allen anderen politischen großen Diskussionen. Und dann war es aus einer zentralen Perspektive spannend zu gucken, wo sitzen denn in welchen Standorten im Moment schon Leute, die genau das machen. Baden-Württemberg, Zweigstelle, lange Sprachtradition, die konnten Sprachkurse mit betüdeln. Dann haben wir in Sachsen eine lange Tradition gehabt, man glaubt das gar nicht, wenn man die sächsische Situation sich jetzt anguckt. Die Zweigstelle Sachsen war schon immer in Integrationsprojekten großartig, in geförderten Projekten. Und die haben diesen Teil mit beigetragen. Und die Herausforderung zentral war es, jetzt zu wissen, wer macht eigentlich was, wo, schon gut, mit welcher Expertise. Wie können wir die fast ad hoc zusammenbringen? Und wie gelingt es uns dann, das für alle nutzbar zu machen? Und das ist eine Herausforderung, die haben wir ständig in der Struktur, in der wir uns bewegen. Das macht uns manchmal schnell, manchmal macht es uns befindlich, aber erfolgreich, glaube ich, in Gänze schon, oder? Mhm. Ja, das ist schon, ja. Also es ist im Prinzip die Kunst natürlich auch diesen Mehrwert, der entsteht, den Leuten so klar zu machen, dass sie dann bereit sind, ja, und sie brauchen Menschen in der Struktur, Entschuldigung, die alle kennen und selber nichts können. Also die wissen einfach, wo jemand ist, der was beitragen kann und in der Lage ist, die zusammenzubringen. Und es kann sein, dass wir uns genau davon verabschieden müssen. Ja, wirklich. Ich bin mir dazu echt nicht sicher, ob wir in 5 Jahren auf das Gleiche schauen würden und sagen, ach guck mal, das funktioniert immer noch. Ich frage mich, ob wir nicht echt uns davon verabschieden müssen, weil es gibt inzwischen so viel Know-how, was ich im Zweifelsfall einkaufen kann und wo ich viel schneller den Inhalt habe, als ich ihn selbst produzieren kann. So, und das, glaube ich, sind dann es können so Wendepunkte sein, wo etwas, was ganz, ganz lange dieses Unternehmen richtig nach vorne gebracht hat, auf einmal nicht mehr gebraucht wird. Das ist jetzt ein sehr spannender Punkt. Wir sind zu. Beides stimmt. Genau. Also, was ich am Anfang angesprochen habe, was ich mir auch erhofft habe, dass wir hier im Prinzip zwei Menschen aus einem Unternehmen, zwei Führungskräfte haben, die aber nicht vorgeben, sie hätten diese Kontrolle oder die irgendwie auch, wie es sicher schon klar ist, also wir wissen nicht genau, wie es weitergeht. Wir wollen diesen Dialog weiter pflegen und natürlich auch hier das Nutzen sicher, sich mit Impulsen aufzuladen und eben andere Stimmen. Ich denke, wir können noch einmal gucken, ob jemand noch Fragen hat. Es ist zu diesem Thema, aber was natürlich noch wichtiger ist, es gibt einen Stand auf dem Marktplatz, die Gesichter sind jetzt bekannt und die Namen auch, das heißt, solche Erfahrungen auszutauschen ist, glaube ich, sehr interessant für alle Beteiligten
Und insofern fand ich es jetzt einen wirklich faszinierenden Dialog, weil es eben nicht gerade so, wir haben natürlich schon viel über diese eine Firma gesprochen, aber eben aus offensichtlich nicht so abgestimmt, dass es jetzt alles so glatt war. Das fand ich sehr angenehm. Ja, also und auch nicht mit so dieser Vorgabe, ja, wir über eine Pressemitteilung, wir haben das alles im Griff. Ne? Und das ist sehr spannend. Ich hoffe, wir sehen uns wieder, vielleicht nächstes Jahr, vielleicht zwischendurch und erfahren mal, wie das jetzt weitergeht. Und ich glaube, diese Themen sind so allgemeingültig auch für viele Firmen, dass es sicher auch einige, dass wir ähnliche Beispiele hier noch damit spiegeln können. Ja, und hätten wir einen anderen Eindruck erweckt, dann hätten wir ein falsches Motto gewählt. Weil ich glaube, es geht wirklich darum zu verstehen, dass es ein Unternehmen ist, Entwicklung, und man ist nie fertig. Es geht immer darum, wieder von oben drauf zu gucken und zu sagen, okay, und was hast du jetzt gelernt und wie machst du das jetzt? Und das mit möglichst vielen Leuten zu verstehen und auch dann zu entwickeln. Noch eine Chance, jetzt mal zu fragen. Sicher, weil es ja sehr schüchtern hier das Publikum wäre. Also, was ist eine Folge? Gibt es noch? Gibt es eine Frage? Ich habe vielleicht keine echte Frage. Was ich gerade spannend fand, war diesen Aspekt, den Sie beide diskutiert haben. Ich habe das hier nicht so verstanden, ob Bildung möglicherweise sich von den erstklassigen Inhalten lösen muss. Oder ob das eher eine Moderation wird von Inhalten, die schon da sind. Das finde ich persönlich eine extrem spannende Diskussion, die jetzt ein bisschen an der Oberfläche war, wo ich eigentlich nochmal einen Impuls geben wollte, ob man das nicht vielleicht ein bisschen ausdifferenzieren kann. Weil also ich stehe eher auf der Seite, dass ich glaube, dass sich das von den Experten lösen wird. Und dass es unglaublich viele, unglaublich gute Inhalte gibt und es ist aber darum geht, eher sowas zu machen wie Validierung, also Menschen zu helfen, die richtigen Inhalte zu finden, die nämlich valide sind in ihrem Inhalt, aber auch in der Form, das zu kuratieren, wollen wir mal sagen, also bestimmte Inhalte rauszuholen und in eine Art Curriculum zu bringen, mit dem ich mich weiterentwickeln kann und wo ich das Angebot finde und dann eben möglicherweise auch das Thema Prüfung und Test oder sowas in der Form, weil auch da, glaube ich, gibt es ein großes Bedürfnis nach Anerkennung. Also das ist ein, das finde ich ein super spannendes Thema, das wollte ich auch nochmal zurückgeben, dass ich das ein tolles Thema finde, das man, glaube ich, noch sehr intensiv nachdenkt. Sind gerade die heißesten Debatten bei uns. Können Sie sich vielleicht vorstellen? Also das ist genau der Punkt, an dem wir gerade hängen. Also gerade der Begriff auch des Kuratierens von Wissen. Also das zu bewerten, das immer individueller zusammenzustellen. Und da sind wir sehr dezidiert der Meinung, dass das nur Menschen können. Menschen für Menschen. Und wenn wir über Zukunft von Lernen diskutieren, ich habe gerade über eine Lernplattform gesprochen, dann diskutieren wir immer eine Plattform in Verbindung mit einem Menschen, der da in echt auch dabei ist. Weil aus unserer Sicht, Stand heute, kann sich alles ändern mit künstlichen Welten, Stand heute ist Lernen immer sozial und immer auch darauf angewiesen, dass man so eingebettet ist und dass auch ein echter Mensch dann eben noch ist. Mhm. Ich glaube, man kann das ganz gut sehen, wenn man so Udemy oder solche Plattformen anguckt. Die sind im Verkaufen und Vertreiben unglaublich gut. Ich glaube, im Lernen und Abschluss machen sind die jetzt nicht so dolle. Und das wäre dann unser Job. Genau, und deshalb glaube ich zum Beispiel, wir müssen unsere Lernbegleiter zukünftig nochmal anders qualifizieren. Und es geht nicht mehr darum zu sagen, schreiben Sie bitte selbst das Curriculum und stellen Sie es als Modul ein, so ungefähr. Sondern zu sagen, okay, wir haben hier ein fertiges Produkt, das nutzen wir, das wollen wir bewertet wissen von Ihnen. Und dann ist aber dieser Part von, also wie kommt das Lernmomentum zustande, und ich glaube, es war die Härte-Studie, die nochmal im letzten oder im vorletzten Jahr das nochmal ganz klar herausgearbeitet hat, der Moment des Lernens und die Motivation zu lernen ist bei den meisten Menschen gekoppelt an die Frage, ob ich den Lehrenden sympathisch finde oder nicht. Also so einfach und simpel ist manchmal die Welt und das muss man auch verstehen. Ja? Und ich verstehe das ehrlich gesagt auch sehr gerne und ich erlebe auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so. Die Leute, die bei uns arbeiten, die lieben Menschen und die haben Lust, mit Menschen zu arbeiten. Und wenn wir das als einen absoluten Schatz verstehen und verstehen, dass immer mehr Menschen genau diese Begleitung auch brauchen, in der Nutzung absolut durchgestylter Technik, dann glaube ich, entwickeln wir uns sind wir auf dem richtigen Pfad unterwegs. Ja.
Und das ist auch, also wenn ich das nochmal sagen darf, auch etwas grundsätzlicher meine Haltung oder meine Einschätzung zu der Frage Digitalisierung und wie entwickelt sich die Digitalisierung weiter. Also die Größe Mensch wird immer bedeutsamer. Ich habe was zu fragen, weil das finde ich einen enorm spannenden Aspekt, der da dranhängt, der sich genau um das Thema Digitalisierung dreht. Und für mich hat das, Sie haben gerade gesagt, es muss Menschen geben, die für Menschen was machen. Und das ist ein zentraler Aspekt. Auf der anderen Seite gibt es aber die Lernplattformen, und was mich auch interessieren würde, wie bringt sich das zusammen und haben Sie Erfahrungen gesammelt, was auch dann ein Geschäftsmodell angeht, was da dran ist? Auch, dass Digitalisierung immer total spannend ist und ganz gerade im Bereich Lernen finde ich das dann schwierig, wenn es darum geht, das dann auch zu monetarisieren und daraus ein Geschäftsmodell zu machen, weil in ganz vielen Fällen haben wir eben ganz gut gelernt, Lerninhalte im Netz sind gratis und kosten nichts und damit tun sich, glaube ich, ganz viele Bildungsanbieter und Bildungsunternehmen schwer, sowas eben auch zu monetarisieren und Geschäftsmodell. Wie viel Zeit haben wir? 90 Sekunden. Dann würde ich sagen, kommen Sie doch gerne an den Stand, dann sprechen wir genau darüber gerne weiter. Nein, also kurz gefasst, unser Lernplattformmodell, unser Lernsystem, was dahinter hängt, das haben wir morgen nochmal in ein paar Themen, auch in den X-Spaces. Das ist aber tatsächlich auch schon damals, vor 15 Jahren und länger, aufgesetzt worden als so ein duales System. Also ist die Plattform und es war immer ein Lernberater dabei, immer. Das hat sich seitdem nicht geändert. Wir haben nicht die Absicht, das zu tun, jedenfalls bis heute nicht. Nein. Nee. Aber es hat als Geschäftsmodell deshalb funktioniert, weil darüber waren wir dazu in der Lage, anders als davor, da brauchte man 20 Leute, die Industriekaufmann lernen wollten, in einem Klassenraum und hat die beschult. Und über die Lernplattform war es möglich zu sagen, die drei machen Industriekaufmann, die fünf machen werden Touristikkauffrau und die machen was im Gesundheitsbereich. Und die können aber gleichzeitig mit dem Zugriff auf die Module und über den Lernbegleiter oder die Lernbegleiterin eben parallel qualifiziert werden. Und das war ein ökonomisch gesehen ein Quantensprung, muss man so sagen. Dina Wösch, Christian Martin, vielen Dank für das lebhafte Gespräch. Jetzt haben wir uns noch aus der Reserve gelockt. Jetzt können wir noch 10 Minuten weiterreden, aber wir wollen hier auch pünktlich aufhören, damit man es schafft zur nächsten Session pünktlich. Vielen Dank. Genau, danke schön. Und im Marktplatz kann man euch weiter treffen, natürlich auch noch morgen beim Festival. Vielen Dank und gute Reise, sage ich mal. Ja, danke. Dankeschön.